Hallöchen, Freunde der stinkenden Industrieanlagen. Ja, ist ja schön, was ihr hier seht, aber das ist in diesem Video gerade nicht relevant, denn heute geht es um Mycelium. Mycelium sind kleine Pilze, die im Stadtgebiet nur sehr schwer zu bekommen sind. Gibt es nämlich nur in Höhlen und in anderen Biomen findet ihr die in Massen. Und ich will euch gleich mal zeigen, wo es die gibt. Da es keine Karte gibt, laufen wir die Strecke. Ist aber kein Problem. Ihr könnt euch super orientieren. Da helfe ich euch bei. Und wofür braucht ihr Mycelium? Zum einen müsst ihr das analysieren, um Gewebe, den Bauplan für Gewebe freizuschalten. Ihr könnt den medizinischen Inhalator bauen. Gucken wir mal, hier habe ich mir mal 5 hergestellt. Damit könnt ihr euch vollständig gesund inhalieren. Ist halt ein Verbrauchsgegenstand. Und dafür braucht ihr unter anderem Mycelium. Für Speckpilze mache ich vielleicht auch mal ein Video, wenn das gewünscht ist. Aber Mycelium ist noch etwas seltener gefühlt. Aber ich zeige euch gleich, wie ihr richtige große Massen kriegt. Ja, für die Gasmaske braucht das auch, damit ihr hier in diese Schwefelschwaden reinlaufen könnt. Fallschirm könnt ihr bauen, wenn ihr Gewebe herstellen könnt. Also ihr könnt schon eine ganze Menge toller Sachen machen. Und dafür brauchen wir Mycelium. So, ich habe mir hier einen Beobachtungsturm hingestellt, damit ihr erstmal eine kleine Orientierung habt. Da dieses große Tor, Felstor, hier im Startgebiet sollte jeder von euch kennen. Hier ist diese große Schlucht und wir machen uns hier an diesen 3 Eisenerz-Spots genau in diese Richtung, Richtung Norden. Wenn ich jetzt nach Kohle scanne, wer nach Kohle scannen kann, hat einen großen Vorteil. Also ab Stufe 3 Kohlekraft könnte er das. Da, 1085 Meter Kohle. Genau da müssen wir hin. Im Norden. So, Jetpack habe ich. Gut, kann ich hier runterhopsen. So, und fürs Laufen nehmen wir mal die Stelzen. Sind wir ein bisschen flotter. Und dann heizen wir mal los. Was ihr mitnehmen müsst, ist eine Kettensäge und Biokraftstoff. Zwischendurch immer mal scannen, damit euch im Kompass die Kohle angezeigt wird. Jetzt müssten wir ja gleich eine riesige Schlucht kommen. Ja, hier. Hier wollen wir jetzt nicht runterspringen. Könnten wir mit dem Jetpack, machen wir aber nicht, aber hier geht ein schöner Weg runter. Ihr seht schon, man muss nur dem Scanner folgen und dann findet man das alles. Und dann sind wir auch gleich da. Oh, so eine kleine süße Blätter. So, und genau in dieses, ja, ich nenne es mal Dschungelbiom, müsst ihr reisen. Das Ziel sind diese seltsamen Gewächse hier. Und dafür brauchen wir jetzt die Kettensäge. So, 23 Mycelium gekriegt für ein so ein Bäumchen. Und nochmal 21. Also, ihr seht schon, ihr könnt. Halt, machen wir erstmal. So, damit das irgendwie so einen Krach macht. Hier haben wir es mit Mycelium, die kleinen Pilze. 44 Stück und 2 Bäumchen abgesägt. Geht ratzfatz, ist wirklich die beste Möglichkeit, um schnell an Mycelium zu kommen. Und hier gibt es ja. Ja, da sind noch 2 und die sind hier überall verteilt. Da sind auch noch 2. Also, da hat man ja schon die ersten 120, 130 Mycelium innerhalb von ein paar Minuten gesammelt. So, und jetzt gehen wir mal wieder zum Ausgangspunkt. Und da sind wir auch schon wieder auf dem Beobachtungsturm. Diesmal müssen wir in östliche Richtung. Und hier, wer es dann irgendwann schon kann, Rohöl, kann nach Rohöl scannen.
Und das wird eine Weile dauern, weil es ist sehr weit weg. Es dauert und dauert. Da. 2300 und ein Stückchen Meter. Da haben wir eine ganz schöne ja, Tortur vor uns. Ist auch nicht schlimm. Da wir wissen, wo wir hin müssen, geht das relativ fix. Mit den Sprungstelzen sowieso. Mit Fahrzeugen mache ich es ungern, weil über Stock und Stein und dann bleibt man hängen und ach, das dauert viel zu lange. So, laufen wir einmal durch das Tor hier durch. Als Anhaltspunkt ist das ganz gut. Hier schon in anderen Videos mal erwähnt, ab Tier 7, also Stufe 7. Aha, was ist denn hier los? Da sieht man mal, ich bin hier noch nie durchgerannt. Ja, ab Tier 7 gibt es dann die Karte. Wenn dann Tier 7 mal freigeschaltet wird, ist ja alles noch Early Access. So, da habe ich mir ja wieder was geleistet hier. Halt, falsche Richtung. Ja, ich habe ein Ölförderband über diese ganzen 2300 Meter verlegt. Fand ich besser als mit dem Fahrzeug. Und läuft super. Also wer noch, kann ich euch gleich mal zeigen. Wer noch Öl noch nicht scannen kann, kann noch Kohle scannen. Da oben ist ein Kohlespot. Der ist sehr nah. Nehmen wir mal Jetpack. Oh, hier ist mein Förderband. So, hier können wir auch mal einen Weg lang gehen. So, das ist der Weg bis zu meiner Base da vorne. Das ist nicht schwer zu finden. Also Kohle in östlicher Richtung ist dann da oben. Und dann können wir dem Weg hier ruhig mal folgen. Jetzt sollte ich das blind finden. Natürlich blöd, wenn ich mich jetzt verlaufe. Ah, genau, das ist ja stimmt. Hier kommt man ja nur rum. Hier hinten ist nämlich noch eine Absturzstelle. Hier übrigens ein Speckpilz. Nehmen wir mal mit. Braucht er auch für den Inhalator. Also hier oben Kohle, dann links dran vorbei schleichen. So, jetzt muss ich erstmal. Muss ich mich mal kurz orientieren hier. Da ist mein Strom. Genau, da ist die Absturzstelle. Hier gab es auch was Schönes. Nämlich eine Festplatte. Und dann kommt hier schon so ein Weg. Pfad, den ihr folgen könnt. Und hier ändert sich schon das Biom. Und hier muss man schon ein bisschen gucken. Mal schauen, vielleicht finden wir hier schon welche. Ich habe nämlich auch schon etliches Mycelium abgefarmt. Ja, das ist Mycelium, aber das kann man nicht sammeln. Frechheit. Überall Pilze können wir nicht sammeln. Aber gleich können wir es. So, hier muss man mit Beton sich eine Plattform machen, damit man hier rumkommt. Weil hier ist dieser riesen Fels im Weg.
Ja, die sehen so aus, als wenn man die später mal sprengen kann. Es gibt ja auch Ressourcenvorkommen, wo solche Felsen drauf sind, damit man da nicht abbauen kann. Das ist wahrscheinlich so eine Early Access-Sperre. Einfach dem Weg folgen. Ja, gefährlich wird es dann hier auch. Ich habe die meisten Feinde schon beseitigt. Da sind auch die großen Spinnen. Generell größere Varianten der Gegner, die man sonst schon kennt. So, und hier sind wir im Biom, wo wir hinwollen. Ja, kann man eigentlich Pilzbiom nennen, ne? Ja. Kann man die. Das habe ich zum Beispiel nie ausprobiert. Warum mache ich immer? So, mit den Teilen hier muss man auch irgendwas machen können. Habe ich auch noch nicht. Genau, probiere ich doch gleich mal aus. Ah! 127 Mycelium. Jawollo. So viel dazu. Hier ist Mycelium. Ach, das hier. Na, da haben sie irgendwie einen Fehler gemacht. Das ist Mycelium. Das sehen aus wie Algen. Und einsammeln tun wir Pilze. Zumindest sieht es aus wie Pilze. Vielleicht sind es ja gar keine Pilze. Steht nicht da. Aber sieht aus wie Pilze, ja? Es sind keine. Also Algen. Und dann diese Korallengebilde. Die sind ja echt der Hammer. Das war mir auch neu. So, in die Richtung bin ich noch nicht gelaufen. Ich muss ja jetzt hier keine großen Kämpfe machen. Hier gibt es auch wieder Speckpilz. Ganz viel Mycelium. Kann man sich die Finger wund sammeln. Ein Traum. Da wollen wir doch gleich nochmal absägen hier. Zehn Kalkstein, Kieselsäure. Okay, gleich 126 Kieselsäure gekriegt. Die kenne ich noch gar nicht. Da gibt es noch nicht mal ein Bild zu. Das wird später mit den höheren Stufen kommen. Da kann man nämlich dann Aluminium herstellen. Jetzt weiß ich auch, wo es Kieselsäure gibt. Super, merken wir uns. Fürs nächste große Update. Jetzt habe ich schon 407 Mycelium, das ist ja der Wahnsinn. So, gucken wir gleich mal, was gibt's hier? Auch nochmal 61 Mycelium. Also, ich muss sagen, das Pilzbiom ist der absolute Hammer, wenn es um Mycelium geht. Hier könnt ihr mal nebenbei mal ein paar tausend Mycelium sammeln. Gut, ich sammle hier noch weiter, bis meine Tasche voll ist. Und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und ja, ich habe ja jetzt auch wieder ein paar neue Sachen entdeckt. Vielleicht kennt ihr ja auch noch Mycelium-Gebiete, die noch lukrativer sind. Dann einfach unten in die Kommentare schreiben. Und ja, so können wir uns gegenseitig unterstützen. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Semira.